Also es geht um die Zeit Billy for Kids, die Francisco dort gestaltet hat. Und da sind jetzt verschiedene Fragen von Kindern sind gekommen. Und die hätten gerne eine Antwort auf verschiedene Fragen. Und die erste ist eigentlich, die haben das gelesen, was auf der Webseite ist, deine Abenteuer, die Probleme, die waren. Warum hast du die Abenteuer alle erlebt? Auch die Schwierigkeiten, die du gehabt hast, hat das einen bestimmten Grund gehabt, dass du so viel erlebt hast? Ja, dass ich so viel erlebt habe, das ist eigentlich meine Abenteuerlust zuzuschreiben. Ich bin von Kind auf bin ich ein abenteuerlicher Typ gewesen. Schon von kleinem Mann. Ich bin schon mit 2 Jahren habe ich den ersten Ausflug gemacht, bin ich abgehauen daheim und bin 20 Kilometer weit oder 22 Kilometer weit gemarschert. Und das ist eigentlich mein erstes grosses Abenteuer gewesen, das ich gemacht habe. Und dann hat sich das über das ganze Leben hinweg hat sich das einfach so erhalten. Darum genau so. Es hat eigentlich nichts zu tun gehabt mit meiner Mission, mit dem, was ich muss machen als Künder. Oder wie sie so sagen, als Prophet. Sondern es war meine reine Abenteuerlust gewesen. Und durch das, dass du ins Ausland gegangen bist und auch in schwierige Situationen hinein, hast du natürlich entsprechend so, Sachen erlebt. Ja, das hat sich einfach so ergeben. Das war also nicht eine Absicht gewesen. Das war nicht eine spezielle Absicht gewesen, nein. Es ist die Reise an und für sich, die ist vorprogrammiert gewesen, dass ich auf Reisen gehe. Aber mit den Abenteuern, die ich dann erlebt habe, das hat mit dem eigentlich nichts zu tun gehabt. Gut, und dann hast ja du jetzt mit der Pleiade Kontakt. Und dann ist die Frage, warum bist du nicht mit denen fortgegangen? Du hättest ja mit denen fortreisen auf ihre Welt und du hast dich eigentlich entschieden, zum da bleiben. Ja. Einerseits ist es ein Ehrenweg. Ich bin ein Erdling, ein geborener Erdling, auch wenn meine Geistform außerirdischem Ursprung ist. Und ich fühle mich da als Barbar, unter den Barbaren fühle ich mich sehr wohl auf der Erde. Und ich habe da meine Familie, ich habe da meine Freunde und Freundinnen und alles zusammen. Und das ist der eine Grund, der mich da halten tut. Und der andere Grund, der wichtige, der sehr wichtige Grund ist der, weil ich da als Künder, oder wie man so sagt, als Prophet, meine Mission zu erfüllen habe. Ja. Dann die dritte Frage ist, warum tun sich die Außerirdischen nicht allen Leuten zeigen? Sie haben einerseits kein Interesse daran, weil sie mit mir alleine konnektiert, also verbunden sind und nur mit mir zusammen die Aufgabe erledigen, die mit der Mission in Verbindung ist. Und sie haben kein Interesse daran, mit der irdischen Menschheit in Kontakt zu treten. Denn die ist gegenüber ihnen ist die bewusstseinmässig noch sehr unterentwickelt. Und eben, was ich schon vorhin gesagt habe, es ist eigentlich ein Barbarenwesen da unten für sie. Und sie haben auch gemäss ihren Direktiven kein Recht mit menschlichen Völkern, mit irgendwelchen Rassen und so weiter in Verbindung zu treten, die unter ihrer Entwicklung stehen, wo sie sagen, es ist gut, wenn wir offiziell Hilfe leisten können. Gut, dann Pleiare, die haben ja fortschrittliche medizinische Wissenschaft, also sie sind sehr hochentwickelt. Und warum haben die nicht versucht, dein Leben zu verlängern, damit du länger leben kannst?
Ich bin ein Erdling, ich bin kein Außerirdischer. Mein Körper ist irdischer Natur und nicht außerirdischer Natur. Das Einzige, was außerirdischer Natur ist, das ist meine Geistkraft. Und ich möchte auch nicht irgendwelche mehr Recht haben als jeden anderen Erdenmensch. Wäre es überhaupt möglich für Sie, Ihr Leben zu verlängern? Es wäre möglich für Sie, aber das widerspricht mir eine Einstellung. Und ich will das nicht haben. Ja. Ich bin ein Erdling und ich will nicht mehr Recht haben als jeder andere Erdling auch. So einfach ist das. Ja, genau. Denn das ist da geht zum Supervulkan im Yellowstone Nationalpark in den USA. Ob der noch ausbrechen zu deinen Lebzeiten? Soviel ich weiß, passiert das nicht mehr zu meinen Lebzeiten. Ausser ich müsste sehr viel älter werden, aber meines Wissens kommt der Yellowstone-Ausbruch erst sehr viel später. Er ist ja bereits rund etwa 700'000 Jahre überfällig, aber zu meiner Zeit, so viel ich weiß es nicht genau, aber zu meiner Zeit denke ich nicht, dass der noch ausbricht. Ja. Das ist wahrscheinlich eben weiter Zukunftsmusik noch. Ist das denn so, ja. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe auch nie danach gefragt. Mhm. Und so muss man die Frage eigentlich offen lassen. Ja. Dann haben wir hier von einem Mädchen eine Frage, ob es Feen gibt. Feen in dem Sinn, wo Menschen das verstehen, sind das Fantasiegestalten. Das sind Märchengestalten und so weiter, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben. Das sind also reine fantastische Erfindungen von Menschen. Dann, die nächste Frage ist, kann ein Mensch zwei Geist haben? Also Geistformen ist ja wahrscheinlich nicht einig. Nein, das ist absolut unmöglich. Es kann nur eine Geistform in jedem einzelnen Menschen sein. Und wenn irgendwelche anderen Sachen auftreten, dann sind das Bewusstseinsstörungen, die verschiedene Persönlichkeiten zum Ausdruck bringen. Weil, wie soll ich sagen, weil eben durch Bewusstseinsstörungen ein personeller Schaden entstanden ist, wo die Persönlichkeit aufsplitten in verschiedene andere Persönlichkeiten, wo also zum Beispiel 5, 6 oder sogar 20 oder 30 verschiedene Persönlichkeiten können zum Ausdruck kommen. Aber das ist eine reine Bewusstseinssache von jedem einzelnen Mensch, der nicht irgendwie eine andere Geistform oder einen anderen Mensch wurde in ihr spielen. Es ist schizophren. Oder? Also die Schizophrenie ist ja so, das ist ein Aspekt von der Schizophrenie, genau. Die spaltet Persönlichkeit. Genau, ja. Ja. Und es ist also absolut unmöglich, dass zwei Geistformen gleichzeitig im gleichen Menschen können existieren. Kann man eigentlich sagen, das ist nur möglich, wenn siamesische Zwillinge sind, die zum Beispiel zwei Köpfe sind, mhm, genau. Oder zwei Köpfe mit zwei Körpern und so weiter, oder sogar drei Köpfe oder drei Körper und so weiter und so fort. Dort ist in jedem Kopf ist eine eigene Geistform drin. Jedes Hirn hat eine Geistform, richtig, kann man eigentlich sagen. Richtig, jawohl, und nicht mehr. Ja. Und alles andere, was da zutage treten tut, wird zum Beispiel durch den Unsinn, den der Katholizismus betreiben tut, mit seinen Beschwörungen und Geistern und Teufelsaustreibungen und alles das, das ist blanker Unsinn. Es kann kein böser Geist, das gibt es schon gar nicht, einen bösen Geist, denn jeder Geist ist absolut neutral. Kann also keine andere Geistform im Menschen sein als seine eigene.
Es gibt keinen Teufel, der Besitz ergreifen kann vom Menschen. Es gibt keinen lieben Gott, der Besitz ergreifen vom Menschen. Der Mensch hat ein eigenes Bewusstsein, er hat eigene Gedanken, eigene Gefühle und so weiter und so fort. Und mit dem tut er Leben und Haus aschen. Und was Teufelsaustreibungen sind, Exorzismus und alles das, das ist dann blanker Unsinn. Weil es eben keine zweite Wesenheit, keine zweite Geistform im Menschen gibt, als seine ureigene. Danke. Dann Claudine Karina, das Mädchen, das gekommen ist, da zu dir, die Elfjährige, das hat natürlich sehr Interesse geweckt. Wie hast du sie erlebt? Also wenn du ein irdisches Mädchen nimmst, das elfjährig ist im Vergleich zu ihr, ist da ein frappanter Unterschied, sagen wir jetzt vom Aussehen her oder vom Reden? Vom Aussehen her ist eigentlich kein Unterschied. Es sind Menschen, Player, sind Menschen wie wir Erdenmenschen auch. Der einzige Unterschied, den ich bei ihnen festgestellt habe, das ist nur bei der Semiase, die ein bisschen verlängerte Ohrläppchen hat. Aber sonst alle anderen, das sind ganz normal wie wir Erdenmenschen auch. Und wir haben auch da unten Menschen, die verlängerte Ohrläppchen haben, was aber nichts damit zu tun hat, dass es ausserirdische wären und so weiter. Und das Mädchen habe ich ganz normal und ganz natürlich habe ich das erlebt. Und der Unterschied, was zu unseren Kindern im Alter von etwa 11 Jahren ist, ist ganz einfach der, dass ein grosser Respekt vorhanden ist gegen die Mitmenschen, gegenüber mir. Gegenüber einem Tag, der auch involviert ist und andere. Und dass ein viel grösseres, umfänglicheres Wissen vorhanden ist als bei unseren Kindern. Sie sind also mit 11 Jahren ist das Mädchen sehr viel weiterentwickelt in Bezug auf Wissen und Weisheit und so weiter und so fort. Als das unsere Kinder sind. Die werden aber grundsätzlich auch anders erzogen als unsere Kinder hier auf der Erde. Die werden von klein auf werden die, geschult. Es wird ihnen alles beigebracht, was notwendig ist. Fürs Leben, fürs Wissen, für den Umgang mit den Mitmenschen, mit der Umwelt, mit den Tieren, mit den Pflanzen und so weiter und so fort. Das Wissen ist also sehr viel grösser. Man kann ein 11-jähriges, pleiarisches Kind also in dieser Beziehung nicht vergleichen mit einem Kind, das hier auf der Erde geboren ist und irdisch erzogen worden ist, also von den irdischen Eltern erzogen worden ist und ein sehr grösseres Wissen hat als so ein irdisches Kind. Also. Es hat ja auch, wenn man den Kontaktbericht liest, eine sehr hochstehende Sprache. Richtig, ja. Eigentlich auffallend für so ein Kind, oder? Das ist genau, und das Kind, das hat ja extra Deutsch gelernt, das hat können daher von einem Besuch machen. Und es hat also wirklich perfekt Deutsch gekriegt. Ja, Hochdeutsch dann. Hochdeutsch, ja. Also nicht Schweizerdeutsch, ja. Sondern Hochdeutsch. Und die, das, was sie geredet hat, ist also wirklich perfekt gewesen. Da könnte zum Beispiel ein 11-jähriges Kind von uns hier auf der Erde könnte das beste Beispiel nehmen in Bezug auf das Lernen von einer Sprache und auf allgemeines Wissen und so weiter und so fort. Wenn ich einen Vergleich ziehe mit dem Alter, dann würde ich sagen, man müsste sicher noch 25 bis 30 Jahre dazulegen, um das Wissen und der Anstand, der Respekt, der Umgang und Sprache können zu vergleichen mit dem 11-jährigen Kind. Was
Also recht ein Unterschied. Ja, es ist ein gewaltiger Unterschied. Ja, also man merkt es schon, ja. Aus, wie sie redet, oder? Ja, aber es ist ein Kind, es bleibt ein Kind. Auch wenn das grosse Wissen und alles vorhanden ist, oder? Es ist ein Mädchen von 11 Jahren. Und, in Bezug auf das ist eigentlich kein Unterschied zu einem Mädchen von 11 Jahren, das wir hier haben. Es ist einfach ein 11-jähriges Kind. Nur eben ihr ganzer Stand von Wissen und Weisheit und so weiter und von Anstand, Respekt und alles zusammen, das ist ein Punkt, wo man noch 25, 30 Jahre müsste zusetzen. Und dann immer vorausgesetzt, dass auf der Erde so ein Mensch wirklich intensiv lernen würde und das so würde zum Ausdruck bringen, wie es das Mädchen hat können. Hat sie auch einen Raumanzug gehabt? Ja. Also wie die alle ja. Anderen haben sie. Ja, so die anderen. So ein Grauer. Ja. Silbergrau. Ja. Kommen wir noch auf die Erde, wäre die nächste Frage komplex. Da geht es eigentlich darum, wenn wir die Situation anschauen auf der Erde mit der Überbevölkerung, mit dem Klimawandel, mit der Gewalt und so weiter. Was würdest du einem Kind oder einem Jugendlichen für einen Ratschlag geben, wie soll es den Menschen in Zukunft schauen, was soll es machen? Die Person, im Hinblick jetzt auf alle die Probleme, die sind. Dass sie sich die Sachen einmal grundsätzlich durch den Kopf durchgehen lassen, dass sie darüber nachdenken und selber schauen, was es besser machen kann, um eine Änderung bei sich selber hervorzurufen und auch bei den Mitmenschen, die es Umgang hat, dass es auch dort seine Gedanken, seine Beschlüsse und Ethics und alles zusammen, was es gut verarbeiten durch ihre Gedanken und Gefühle auch gut weiterverbreiten und die Nächsten gut involvieren ins eigene Denken, ins eigene Verhalten, ins eigene Wissen, in die eigene Weisheit, in die eigene Liebe und so weiter und so fort, damit die anderen Menschen, die Mitmenschen können lernen von ihm und die Sachen, die wirklich gut und positiv sind, von dem Kind auch annehmen und für sich selber umsetzen und nacheifern und das dann wiederum auch weitertragen. Wenn man jetzt speziell noch die Überbevölkerung rausnimmt, was jetzt das grundlegende Problem ist, wie soll es da in Zukunft schauen? Bei der Überbevölkerung ist es einfach so, dass ein Kind da drauf schauen soll, dass es dereinst, wenn es ins Alter kommt, wo es heiratet, wo es selber Kind hat, selber eine Familie gründet, nicht mehr Kind tut auf die Welt stellen, als das, wie soll ich sagen, als das angebracht sind in der heutigen Welt. Und das sind zur Zeit, wo eine so eine gewaltige Überbevölkerung ist, sind das so wenig Kinder wie möglich auf die Welt stellen. Und wenn schon eine rechte Ehe geführt wird, das ist natürlich immer eine Voraussetzung, dass nur dann Kinder auf die Welt gesetzt werden, wenn eine rechte Ehe geführt wird, und alles in Ordnung ist mit der ganzen Familie, dass dann pro Familie nicht mehr als 3 Kinder auf die Welt gestellt werden. Aber in der heutigen Zeit, wo so eine gewaltige Überbevölkerung ist, ist es eigentlich je länger, je mehr angebracht, dass weniger Kinder auf die Welt gestellt werden, als eigentlich für eine Familie zulässig ist. Von Schöpfer ist natürlich ein Gesetzes wegen, wo sagt, pro Familie 3 Kinder. Das ist ein schöpferisches Gesetz, dass nicht mehr als 3 Kinder sollen auf die Welt gestellt werden. Aber durch das, dass eben so eine grosse Überbevölkerung ist, ist es angebracht, dass so wenig Kinder wie möglich auf die Welt gestellt werden.
Natürlich, es müssen immer beide Ehepartner da dafür zuständig sein. Und wenn halt dann das eine nicht einverstanden ist damit, dann kann es dann anfangen Schwierigkeiten geben. Darum ist es notwendig, dass diese Sachen eben beredet und behandelt werden. Und in der Regel sollte das so sein, dass die Kinder das schon von klein auf lernen und auch ihre Meinung diesbezüglich durchsetzen tun oder lernen sie durchzusetzen und dass sie sich schon vor einer Ehe klar werden mit dem Partner oder der Partnerin, was wie dann eigentlich soll sie in der Ehe. Genau, und die sollen ja eigentlich ja Liebe bestehen zwischen den Partnern. Richtig. Und darum ist nämlich nachher gerade auch die Frage, die nächste, was ist eigentlich Liebe? Also das ist ja eben, wie das ja sehr wichtig ist, auch in einer Ehe rein. Aber es geht ja noch weiter, Liebe. Liebe, die geht eben sehr viel weiter. Da könntest du dann nachher das rausziehen, was ich geschrieben habe. Liebe ist die absolute Gewissheit dessen, in allem mitzuleben und mitzuexistieren. Mhm. Das kannst du nachher dann wortwörtlich aus dem Ding rausziehen. Liebe ist also nicht einfach Gedanken und Gefühle, sondern wahre Liebe ist eine empfindungsmäßige Angelegenheit, die direkt aus dem Gemüt, aus dem Geist entsteht. Und das, was Menschen in der Regel hier auf der Erde machen, sie tun einfach durch ihre Gedanken und Gefühle tun sie sich eine Form von Gedanken, gefühlsmäßige Liebe aufbauen. Und die ist dann vielfach nicht beständig. Dann heiraten sie zusammen. Nach ein paar Wochen oder ein paar Monaten oder ein paar wenigen Jahren fliegt alles wieder auseinander, dann scheiden sie wieder, kommen Streit über miteinander, verhauen einander. Unter Umständen gibt es Mord und Totschlag und weiss ich was alles. Eine gefühlsmäßige Liebe, gedanklich gefühlsmäßig aufbauende Liebe ist also nicht das, was die eigentliche wahre Liebe ausmacht, die empfindungsmäßig im Ursprung ist. Wo aus dem Geistbereich heraus die Sachen empfindungsmäßig ins Bewusstsein und in die Psyche übergeschaffen werden. Gibt den ganzen Schnitz, eine andere Frage. Da geht es eigentlich darum, um das Essen von Fleisch. Also das, ja. Muss man Fleisch essen oder soll man nicht? Wie sieht das aus, also ein tierisches Produkt? Mit Fleisch ist es sehr weg. Der Mensch ist ein Allesesser. Genauso wie zum Beispiel das Schwein ein Allesfresser ist. Und der Mensch, in der Regel, kriegt er die eigentlichen Stoffe, die er muss haben, aus Fleisch raus, kriegt er nur durch tierische Produkte. Immer vorausgesetzt, er ist nicht allergisch dagegen und es gibt nicht irgendwelche Schwierigkeiten. Es gibt Menschen, die mögen das nicht verleiden, genauso wie es Menschen gibt, die mögen kein Brot verleiden, keine Milch verleiden und so weiter und so fort. Oder keine Früchte oder kein Gemüse. Aber grundsätzlich ist der Mensch darauf ausgelegt, dass er Fleisch essen tut. Und das ist das Gesetz der Natur, dass natürlich dann Tiere müssen getötet werden, damit der Mensch Fleisch hat. Genau dasselbe passiert in der Natur draussen. Es ist also eine naturmäßig, gesetzmäßig, reguläre Angelegenheit, wenn der Mensch Fleisch essen tut, genauso wie verschiedene Raubtiere und sonstige Tiere, sogar vegetarische Tiere, wie zum Beispiel Affen, diverse Affenarten, Fleisch essen tun, wo also absolut in der Ordnung ist. Und was den Vegetarismus und den Veganismus anbelangt, oder, das sind einfach so menschliche Linien, die eingeschlagen werden,
teilweise aus dem, weil keine Tiere getötet werden sollen, oder weil sie kein Fleisch haben wollen, weil Tiere müssen getötet werden und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich ist der Mensch ein Allesesser und dazu gehört auch Fleisch. Veganismus und Veganismus, das ist einfach eine persönliche Einstellung und hat nichts mit den natürlich-schöpferischen Gesetzen zu tun. Natürlich-schöpferische Gesetze, die sind darauf ausgelegt in Bezug auf die Nahrung des Menschen, dass er ein Allesesser ist und dazu gehört auch das Fleisch. Genau, bei den Kindern kann es sogar gefährlich werden für die Entwicklung, richtig, wenn sie kein tierische Produkt essen. Richtig, das ist der Wahrheit entsprechend. Dann die nächste Frage noch, gibt es einen Himmel? Also das ist der Himmel. Es gibt einen Himmel so, wie wir ihn sehen. Nicht der ist gemeint. Nicht der ätherische Himmel. In dem Sinn, wenn man von einem Himmel redet, dann ist der Mensch in der Regel darauf ausgelegt, dass er das in der religiösen Sicht sieht, wo irgendwo ein angeblich lieber Gott leben tut oder, und Engel leben tun oder, und so weiter und so fort. Und diesen Himmel gibt es nicht. Das ist illusorisch, das ist nur religiös bedingt, der Himmel. Ja, die Engel. Und die Engel sind auch eine religiös angenommene Gelegenheit, Gegebenheit. Und die Engel, in dem Sinn, wie die Religionen das sagen, existieren jetzt nicht. Zu früheren Zeiten hat man da zu den Engeln einfach gesagt, Boten. Und dann sind die Religionen gekommen, die gläubigen Menschen gekommen und haben die Engel genannt. Aber ein Engel, auch in die deutsche Sprache und in jede andere Sprache übersetzt, ist nichts anderes als ein Bote. Und von früher her, wo gewisse Außerirdische noch auf die Erde gekommen sind, dann hat man denen gesagt, Wächterengel, also Wächter und Bote zugleich. Und Schutzengel? Schutzengel gibt es überhaupt nicht. Das ist auch eine Erfindung der Religionen und Sekten. Jeder Schutzengel, den es gibt, ist der Mensch sich selber. Durch seine Gedanken, durch seine Gefühle, durch seine Psyche, durch sein Bewusstsein, respektive einfach durch seinen Mentalblock, wo er selber tut, durch Verstand und Vernunft entscheiden, was er in richtiger Art und Weise machen soll. Und wenn irgendwelche Sachen kommen und er blitzartig denken, ohne dass er es merkt, also unbewusst denken und unbewusst Gefühle auslösen und alles richtig macht, dann tut er sich selber beschützen. Es ist nicht irgendwie ein fremder Schutzengel, wie die Religionen und Sekten das behaupten. Das gibt es nicht. Der Mensch selber ist sein eigener Schutzengel. Und wenn wir schon bei den Engeln sind, es gibt ja auf der Erde gibt es verschiedene Religionen, verschiedene Götter, bei den Hindus ganz viel und so. Ist es dann eigentlich mit Gott oder mit den Göttern? Es, also im Sinn von dem, wo Religionen einen Gott, eine Göttin oder einfach Götter nennen, das ist illusorisch, das gibt es nicht. Es gibt weder einen Gott, noch gibt es Götter, es gibt nur Götzen. Und Götze ist alles das, was der Mensch anbetet. Ein Götze kann also auch ein Mensch sein, der angebetet wird. Ein Götze kann eine illusorische, fantasievolle Gestalt sein, wie zum Beispiel ein Gott genannt wird von den Religionen und so weiter und so fort. Es kann ein Gegenstand sein, es kann ein Auto sein, es kann ein Haus sein. Es kann ein Mensch sein oder sonst irgendetwas, das angebetet wird. Und das ist dann Götzentum. Und das, was als Gott angebetet wird, ist auch Götzentum. Denn ein Gott ist nur eine angenommene, fantasievolle Gestalt. Es gibt in Wirklichkeit keinen Gott, sondern es gibt nur Schöpfung, Universalbewusstsein.
Und das ist reine geistige Energie und die tut über den Menschen nicht wachen und nicht dirigieren, denn der Mensch tut das über sich selber ausüben. Er tut selber über sich wachen und über sich dirigieren. Und er sagt sich selber, der Mensch, was soll sein und was er soll machen und so weiter und so fort. Alles, was geht und läuft, was der Mensch machen tut, das ist seine eigene Entscheidung und daraus tut er auch seine eigene Verantwortung tragen. Es ist also nie im ganzen Universum irgendwo ein Gott rum, in der Form, wie Religionen und Sekten das darstellen. Es gibt nur einen Gott, der fantasievoll erfunden worden ist, als imaginäre Nichtgestalt, die dann eben von den Menschen religiös und sektierisch angewendet wird. Das heißt, der Mensch immer verantwortlich ist für das, was er tut. Er ist immer selber in jeder Beziehung, was auch immer geht und läuft, was passiert, was der Mensch unternimmt. Das tut er durch eigene Entscheidung, tut er das hervorrufen, tut es durchführen und so weiter und so fort. Folglich er für alles und jedes, was geht und läuft in seinem eigenen Leben, wo aus seinen eigenen Entscheidungen kommen, er vollkommen im ganzen Rahmen die Verantwortung selber tragen muss. Es gibt keinen Gott, der irgendetwas dirigiert und die Verantwortung tragen will für den Menschen, sondern es ist immer nur der Mensch sich selbst. Wie ist es mit dem Tod? Muss man sich fürchten vor dem Sterben? Warum muss man überhaupt sterben? Vor dem Sterben muss man sich nicht fürchten, denn es ist ein ganz natürlicher Vorgang, wie das auch bei den Pflanzen passiert. Nur dort funktioniert es ein bisschen auf einem anderen Weg. Die wachsen im Frühling wachsen und blühen und bringen die Früchte und im Herbst sterben sie wieder ab. Und im Frühling wieder neu anfangen zu treiben, wieder neu anfangen zu wachsen, wieder Blüten bringen, wieder Früchte bringen und so weiter. Und zwar so lange, bis die Pflanzen eines Tages dann eingehen. Und genau dasselbe macht auch das gesamte Universum, also die sogenannte Schöpfung, Universalbewusstsein. Und genau dasselbe macht auch der Mensch. Der Mensch ist genau wie die Pflanze, er geht zu Abend ins Bett und tut schlafen und ist am Morgen wieder ausgeruht, erholt und für neue Taten fähig. Genau so wie die Pflanze das vom Frühling bis Herbst und wieder bis zum nächsten Frühling und wieder nächsten Herbst macht. Die ganze Natur, alles Leben macht genau dasselbe, auch die Schöpfung, Universalbewusstsein macht genau dasselbe. Und wenn der Mensch sterben tut, dann bedeutet das, dass seine Geistform in den Jenseitsbereich geht. Die alte Persönlichkeit, die in einem materiellen Körper gelebt hat, die wird aufgelöst durch einen sogenannten Gesamtbewusstseinblock, der zur Geistform gehört im Jenseitsbereich. Und daraus entsteht dann ein neues Bewusstsein und eine neue Persönlichkeit. Und aus dieser neuen Persönlichkeit ist dann die Folge, dass die inkarnieren tut in einem neuen Menschenkörper, wenn wieder ein neuer Mensch geboren wird. Am 21. Tag nach der Zeugung tut die neue Persönlichkeit mit dem neuen Bewusstsein zusammen mit der Geistform im neu gezeugten Körper, also im Mutterleib, einziehen und die neue Lebensform erleben. Es ist also, der Tod ist also genau das, was auch in der Natur passiert. Wenn der Baum oder die Pflanzen oder was es dann ist, absterben tut, dann wirft sie ja neue Samen aus. Und aus diesen neuen Samen entsteht dann wieder ein neuer Baum, es entstehen wieder neue Pflanzen. Es ist genau dasselbe auch beim Menschen so, es ist genau dasselbe bei allen Tieren so, bei allen Insekten, bei allen Vögeln, bei allen Fischen und alles, was da schleicht und kreucht und fleucht, oder? Es ist überall genau dasselbe.
Und die im nächsten Leben weiss man dann nichts mehr von vorher? Im nächsten Leben ist das Wissen zum vorigen Leben oder überhaupt zu allen vorigen Leben ausgelöscht. Und das ist so lange, bis der Mensch bewusstseinmässig so hoch entwickelt ist, dass er sich zurechtfinden kann mit dem, was in seinem früheren Leben geschehen ist und passiert ist. Und durch das, dass der Mensch wiedergeboren wird, wird ihm durch das Unterbewusstsein ein Teil von den Essenzen aus dem früheren Leben mitgegeben. Folglich also er nicht als unwissend auf die Welt kommt, sondern als lernfähige Persönlichkeit und sich kann weiterentwickeln und tut also bewusstseinmässig evolutionieren. Und kann aufbauen eigentlich schon unbewusst, kann aufbauen auf dem Alten, was früher war. Genau wie eine Pflanze kann aufbauen auf dem, wenn sie neue Keime tut, kann sie ja aufbauen auf dem, was die alte Pflanze zurückgelassen hat. Und das ist der Samen. Die Genetik dann so. Ja. Also gibt es gar keinen Grund, dass man muss Angst haben vor dem es Sterben? Es gibt überhaupt keinen Grund, zum Angst haben vor dem Sterben. Und dort, weil man ja nicht verloren ist, ist ja nicht die Energie nicht verloren. Ja. Dann kommen wir zum Abschluss. Da geht es darum, ob du noch irgendetwas hast, wo du findest, das wäre wichtig für jeden Mensch oder für jedes Kind im Leben zu behalten. Es ist von Kind auf notwendig, dass jedes belehrt wird, und zwar in richtiger Art und Weise, gemäß schöpferisch natürliche Gesetze und Gebote, damit das Kind kann wachsen, in seinem Bewusstsein sich kann entwickeln, Liebe entwickelt, Frieden entwickelt, Freiheit entwickelt, Harmonie entwickelt, Mitgefühl entwickelt für sich selber und für alle Mitmenschen, für die ganze Umwelt, für die ganze Natur, für Tiere, für Pflanzen und für alles, was überhaupt existent ist, auch für den Planeten, auch für das Universum und so weiter und so fort. Es gilt also für jedes Kind zu lernen, was ganz richtig ist, was ganz positiv, was ganz gut ist und alles das, was positiv und gut ist, zur Wirkung bringen, damit der Mensch selber, also das Kind selber, auch wenn es erwachsen wird, in dem innen leben, was im positiven, rechten und guten Sinn gelernt hat und das auch weitertragen tut zum Nächsten und in die Welt raus, in die ganze Umgebung oder eben, wie gesagt, in die gesamte Welt raus, dass endlich einmal auf dieser Welt das wird, wo man sagt, das ist notwendig, dass Liebe, Frieden, Freiheit, Harmonie, Mitgefühl, Zuversicht und alles das existieren tut, dass das alles wirklich wird und die Welt einmal friedlich wird. Und sich jeder Mensch bewusst wird, was er überhaupt zu tun hat im Leben, wie er muss leben, dass alles so funktionieren kommt, wie die schöpferische Gesetze, die schöpferisch natürlichen Gesetze und Gebote. Vorgehen in der Natur, aussen, im Universum aussen, und so weiter und so fort. Dankeschön. Bitteschön.